So, und nun macht eure Augen zu und lasst euch überraschen. Das Teenager-Jungs-Museum. Das Teenager-Jungs-Museum. Okay, nun heißt es für euch wieder Augen auf. Hey! Das Teenager-Jungs-Museum. Perla freut sich schon drauf, ins Teenager-Jungs-Museum reinzugehen. Ich hoffe, du freust dich genauso sehr. Wenn die Vorfreude nicht aus allen Nähten bei dir platzen sollte, ist es nicht so schlimm, denn ich kriege auch meine Begeisterung bei Teenager-Jungs auch nicht so hin. Jedenfalls, dieses Gebäude wollen wir uns in unserer Unterwasserwelt natürlich einmal platzieren. Es ist ein Sammelobjekt, das sollten wir definitiv mitnehmen. Daher schnappen wir unsere Blöcke und dann geht's los mit dem Teenager-Jungs-Museum. Für den Start holen wir uns heute erstmal ein bisschen gelben Beton, wie hellblauen Beton einmal raus, Birkenholzstufen, gelbe Keramik, Akazienschalter, Steinziegeltreppen, beim Glas empfehle ich euch wie immer türkise Glasscheiben und dann holen wir uns noch hellgraue Keramik raus. Wir legen erstmal los mit unserem Grundriss, daher nehmen wir unseren gelben Beton und ziehen uns die Vorderseite einmal lang. Da setzen wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5 mal unseren gelben Block hin. Einmal unseren blauen Beton, zweimal freilassen, wieder einmal blau und dann 1, 2, 3, 4, 5 mal gelben Beton wieder. So, jetzt biegen wir einmal nach hinten ab und ziehen hier nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Blöcke ran. Insgesamt haben wir hier 10 Blöcke. Auf der anderen Seite setzen wir auch nochmal 9 Blöcke einfach mal nach hinten weg und können dann die Rückseite miteinander verbinden. Jetzt wollen wir natürlich gleich das Ganze einmal hochziehen und zwar machen wir jetzt unseren gelben Beton auf insgesamt 9 Blöcke hoch. 8 Blöcke müssen wir noch raufsetzen, aber ich setze mal hier von unten vom Boden einmal mit. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Blöcke. Auf der Vorderseite, wo wir natürlich uns noch die Tür bauen wollen, ja, könnt ihr die Tür einfach mal auf 3 Blöcke hochsetzen und oben einmal verbinden. Dann haben wir hier noch so eine 2er Höhe. Hier könnt man natürlich gleich unsere Tür einmal rein. Ich werde mir wie immer eine Schiebetür basteln. Wenn du natürlich nicht weißt, wie man sich in Minecraft eine Schiebetür baut, dann schau einfach mal oben in der Infobox, habe ich das verlinkt. Sonst kannst du auch gerne das einfach so dekohaft einfach die Tür so machen, dass die hier aufgeht. Kann man natürlich auch von der anderen Seite machen, hier so, zack. Und dann sieht das einfach nur so aus, als ob die mechanisch wäre, ne? Aber da lässt sie einfach offen. Alles weitere setzen wir natürlich jetzt erst hier einmal nach oben. An den Seiten habe ich mir nochmal vorgestellt, dass wir uns jeweils ein Fenster machen. Wir gucken mal so ein bisschen bei der Mitte, wir haben hier eine 2er Mitte. Da gehen wir jetzt einfach mal 3 Blöcke nach unten, schlagen uns hier so ein 4x4 Fenster rein. Kleiner Kontrollcheck, ob wir wirklich in der Mitte sind. Schau einfach, ob du an der Seite nochmal 4 Blöcke hast. Dann kannst du einmal deine Treppen hier einmal so platzieren, dass wir hier ein schönes Viereck erhalten. Da spielen wir natürlich nochmal auf der anderen Seite. So, einmal die Mitte finden. So, 3 Blöcke oben. Dann machen wir hier einmal unsere Treppen rein. Anschließend können wir jetzt auf die Innenseite einmal fliegen und unsere Glasscheiben auch nochmal hier bei unseren Fenstern verbauen. Die schweben natürlich jetzt hier einmal so rum. Das wollen wir natürlich jetzt einmal ein bisschen gegenbauen. Das heißt, wir setzen jetzt an den Seiten nochmal eine extra Wand. So schön, dass sich hier unsere Glasscheiben auch einmal verbinden. Wunderbar. Die verstärkten Seitenwände musst du aber nicht unbedingt komplett genau bis nach oben ziehen. Lass dir einfach eine Blockreihe oben Platz. Denn hier wollen wir unsere Decke reinsetzen. Und dafür nehmen wir jetzt einfach mal, um das Ganze ein bisschen abzuheben, gelbe Keramik. Na, das ist so ein kleiner Farbwechsel. Denn ich wollte nicht unbedingt die Decke oder das Dach in der gleichen Farbe haben. Auf unseren Rand wollen wir dann einmal unsere Birkenholzstufen uns einmal platzieren. Das sehen wir hier auch wieder einmal ringsrum. Wenn wir das geschafft haben, nehmen wir gleich unser Karzenknöpfe und machen noch überall so ein paar Seepocken oder so ein paar Nieten hier einfach mal rein. Dann kann man ja nehmen, wie man möchte. Einfach so ein bisschen verteilen hier bei unserem Gebäude. Versucht dabei einfach mal kein Muster zu machen. Das ist bei SpongeBob auch einfach so willkürlich hier vernietet. Also tobt euch da so ein bisschen aus. Zu guter Letzt bleibt noch ein Block übrig und zwar die hellgraue Keramik habe ich mir als Boden für unser Museum hier vorgestellt. Ihr könnt auch gerne andere Blöcke nehmen für den Boden, aber ich finde das farblich ganz passend. Wir müssen natürlich noch an unser Museum einmal ranschreiben, was das überhaupt für ein Laden ist. Wir nennen es natürlich Teenager-Jungs-Museum. Jetzt ist natürlich wieder die Sache, wie kann man sich Buchstaben auf Banners craften? Das ist ja für manche immer noch ein bisschen kompliziert. Verlinke ich dir einfach oben in der Infobox, da habe ich das ganze Alphabet erklärt. Sollte ich aber nochmal überarbeiten, in Zukunft kommt dann nochmal ein, ja, verbessertes Video, will ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber so ein kleines Update für 21 sollte da schon irgendwann mal kommen. Für den nächsten Schritt wird es ein bisschen bunt. Holt euch mal ein bisschen blauen, hellblauen, grünen, gelben, roten, weißen und hellgrünen Betonblock einmal raus. Ja, eine bunte Farbpalette. Bonusmaterial wird auch noch kommen und zwar Steinziegelmauern und dazu noch die Stufen. Mit unseren bunten Blöcken fliegen wir jetzt einmal auf unser Dach. Ich fliege hier auf die Innenseite einmal.
So, ich fange hier einfach mal beim Dach einfach mal ganz normal an. Und so setze ich mir meinen blauen Zement jetzt hier einmal rauf, schlag mir mal die Stufe hier weg und dann setze ich nochmal hier an der Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke. So, jetzt nehme ich meinen hellblauen Beton, einen Block hier hin, dann können wir hier drauf einfach mal die nächste Ebene ziehen. Und das Spiel machen wir jetzt eigentlich so gut wie, naja, nicht mit jeder Farbe, aber mit fast jeder Farbe. So, jetzt kommt erstmal mein grüner Beton. Gleich danach kommt einmal mein gelber Beton. Und zu guter Letzt nehmen wir noch einmal den roten Beton und dann haben wir hier so ein bisschen unseren Regenbogen dargestellt. Jetzt hätte ich gerne, dass hier auf der einen Seite, wo der glatt, sag ich mal, im Gebäude ist, der Regenbogen, noch eine schöne große Wolke ist. Wir machen unsere Wolke auf eine Dreierdicke. So, die Form dieser Wolke kann willkürlich sein. Also du kannst dich da austoben, wie du möchtest. Machst du lang, machst du dick, ne, tob dich da ein bisschen aus. So, wir nehmen erstmal so ein Startmaterial, würde ich mal sagen. Na, muss ich mal kurz gucken hier beim Original, wie ich mir das hier so ein bisschen gemacht habe. Oh, drei, na, könnten wir ruhig auch machen. So, wir machen das mal einfach mal so. Ich fange jetzt hier unten einmal an mit so drei. Dann habe ich jetzt hier vier. Dann könnte man hier oben auch nochmal so drei machen. Ja, das wird unser Startform werden für die Wolke. So, jetzt kannst du die Wolke dir so machen, wie du möchtest. Das heißt, du lässt sie so ein bisschen hier überstehen. Also du machst hier so eine kleine Form rein, so ein bisschen. Und zack, sieht auch schon gar nicht mal so schlecht aus wie die Wolke. Jetzt möchte ich gerne mir das nochmal ein bisschen mehr überstehen lassen. So, einfach hier so ein bisschen, zack, lässt es dir nochmal überstehen, machst dir extra nochmal ein paar Dinger da wieder nach vorne. Ja, man muss ein bisschen dran feilen an seiner Wolke. Ja, so könnte ich die schon fast lassen. Ja, immer ein bisschen dran rumtüfteln hier. So. Ja, so ein bisschen kann man die Wolke bauen. Wir können ja mal drüben nochmal gucken. Also bastelt euch da so ein bisschen was dran, so einen kleinen Klumpen hier, der einfach mal eine Wolke darstellen soll. Ne? Also da gibt es nicht wirklich eine Form, die man da vorgeben kann. Das ist bei jedem dann willkürlich, wie die Wolke aufgebaut ist. Wir fliegen noch einmal hinter unseren Regenbogen hin. Jetzt nehmen wir mal unsere Mauern. Und zwar lasse ich an der Seite jetzt hier einfach mal zwei Blöcke Platz. Dann setze ich mir hier drei Mauern hin. Auf der anderen Seite auch. Einfach mal hier so zwei Blöcke Platz. Dreimal die Mauer hin. Dann setzen wir darauf einfach mal einen Block hin. Und dann können wir hier an der Seite nochmal einmal überstehen lassen. Einfach so ein paar Stufen. Ich glaube, ich mache mir hier meine Wolke nochmal ein bisschen dicker auf der Seite. So. Ja, kann man ruhig machen. Na gut, wir holen uns jetzt nochmal wieder ein paar weitere Blöcke raus. Es ist wieder einmal der hellgrüne Beton dabei. Jetzt holen wir uns aber noch Orange raus und Magenta. Ein Eisenblock begleitet uns. Weißer Beton ist immer noch dabei. Polierte Schwarzsteinknöpfe empfehle ich mal. Dennoch Eichenholztreppen, davon die Stufen und schwarzer Beton. Zuerst nehmen wir einmal unseren hellgrünen Beton. Und zwar habe ich mir gedacht, dass wir noch so ein paar kleine Sterne uns basteln. Einfach mal fangt ihr an, euch ein Pluszeichen zu machen und unter dem Pluszeichen setzt ihr einfach nochmal hier so zwei schräge Blöcke hin und fertig habt ihr euer Sternchen. Zwei Stück befinden sich hier insgesamt. Einen mache ich nochmal hier einfach mal an der Seite hin. Der soll ja auch so ein bisschen überstehen. So, und nochmal ein Sternchen hin. Fertig. Weiter geht's jetzt, dass wir unsere Teenager-Jungs uns einmal oben basteln, die natürlich hier als Aushängeschild sind bei unseren Regenbogen. Schauen wir am besten einmal von der Rückseite rauf. Und zwar lasse ich mir jetzt erstmal einen Block hier so Platz und setze ich mir viermal mein Grünbeton hin, lass mal eine Blockreihe Platz, dann setze ich mir dreimal meinen Orangenbeton hier einmal hin, immer auf eine Zweierdicke und dann nochmal so einfach zweimal unser Magenta-Block. Jetzt gucken wir mal von vorne, jetzt können wir sie auch ein bisschen gestalten. Zuerst setze ich mir einmal die Augenpaare hin, da können wir auch gerne die Pupillen einmal setzen mit unseren Knöpfen. Ich würde jetzt gerne da noch den Mund machen. Es wäre ein bisschen doof, wenn die Augen weiß sind und der Mund auch weiß. Leider ist das halt da so gezeichnet. Daher empfehle ich jetzt einfach mal einen Eisenblock. Das könnte hier so ein bisschen die Zähne darstellen. Das machen wir jetzt aber nur bei zwei. Beim dritten, der guckt dann nur so leicht drüber. Da sieht man den Mund nicht. Der Mund wäre dann theoretisch, sage ich mal, hier. Ja, aber den sieht man nicht. Von daher lassen wir das so. Dann kommen wir natürlich noch zu den Haaren bei allen. Beim Orangen nehmen wir einfach nur schwarzen Beton, dann ist er schon fertig. Beim Grünen müssen wir ein bisschen was basteln. Und zwar hat er so eine schöne tolle Mähne, die wollen wir mal ein bisschen mit den Treppen und Stufen darstellen. Dann setzen wir hier nochmal eine Treppe normal drauf, formen uns hier einfach mal zwei Blöcke. Und dann machen wir nur so eine kleine Haartolle hier einfach mal hin. Fertig. Jetzt habe ich gerade gesehen, ich glaube hier bei den Orangen machen wir den Mund mal auf der anderen Seite hin. Der soll mal so ein bisschen anders lächeln. Und jetzt hier noch bei unseren Lilanen, da brauchen wir nochmal ganz andere Haare. Habe ich mir nochmal hier aus der Kiste geholt. Und zwar nehmen wir jetzt hier gewachsten Kupferblock. Bitte darauf achten, dass der auch gewachsen ist, weil wenn der nicht gewachsen ist, oxidiert er nach einer Zeit oder wird er halt so türkis. Also darauf achten, dass auch gewachst steht.
Damit haben wir dann auch unser Jungsmuseum fertig gebaut. Ja, schon haben wir es tüffig. Jetzt können wir natürlich noch einmal reinfliegen hier. Ne, ist noch ziemlich leer. Wollen wir natürlich noch gestalten. Bei SpongeBob hat man nicht wirklich gesehen, wie es innen drin aussieht. Von daher kann man seine Fantasie da freien Lauf lassen. Wir gehen natürlich hier einmal rüber zum Original. Hier natürlich auch mit passender Schiebetür. Finde ich immer ganz schick. So. Sind wir einmal drin hier im Jungsmuseum. Also ich habe mir das einfach gemacht, wie von dieser Teenie-Band so ein bisschen mir das gestaltet. Ne, mit hier dem Schlagzeug. Hier haben wir noch so ein bisschen was zu lesen über ihre Biografie. Hier sind sie nochmal alle abgepackt im Eimerchen. Ne, könnte man ja sich so darstellen. Tja, so Teenie-Zeug, wie man es kennt. Hier sind sie nochmal als große Figürchen aufgestellt, aufgereiht. Sie haben ihre eigenen Deos oder Parfüms, ne, die man sich hier kaufen kann. Und keine Ahnung, was das hier ist. Ein kleiner Altar, wenn man möchte. Und dann haben wir vorne nochmal den Kassenbereich, wenn man sich Souvenirs oder sowas kaufen möchte, dann kann man das ja gerne tun. Ein bisschen Deko an der Decke kann man natürlich auch noch machen, hier so eine kleine Disco-Kugel oder auch ein paar Wölkchen einfach an die Wand sich ein bisschen, ja, zur Deko ranbasteln. Ganz einfach mit Quarzsachen, also Quarztreppen und Stufen oder Blöcken, könnt ihr euch hier noch so ein paar Wolken darstellen. Wir sind wieder am Ende der Folge angelangt, jetzt kannst du natürlich noch dein Museum einrichten, gestaltest dir innen drin, wie du möchtest, SpongeBob hat dafür keine Vorlage gegeben. Oder schau noch gerne oben in die Infobox, da sind noch weitere tolle Videos, vielleicht ist noch was dabei, was du basteln möchtest. Oder abonniere den Kanal, bleibst du mal auf dem laufenden Stand und verpasst in Zukunft gar kein Video mehr. Dann war es das wieder für heute, ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche natürlich noch einen schönen Tag, bleib gesund, haut's rein und ciao.